Hi, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Video. Die letzten paar Tage habe ich ja nur live gestreamt. Das hat einfach mit Folgendem zu tun. Und so, ihr kennt meine Upload, beziehungsweise meinen Upload-Plan. Ich habe es vor, eigentlich vor, jeden Tag ein Video zu machen und dann zusätzlich noch jeden zweiten Tag live zu streamen. Und ich habe es einfach gerade die letzte Woche gemerkt. Ich habe keine Zeit gefunden, eben wegen den Livestreams, die auch teilweise bis in die Nacht gingen, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe, ein Video aufzunehmen, zu schneiden und zu uploaden. Dazu war mein Körper einfach zu komplett im Arsch. Und ja, deswegen habe ich nur live gestreamt. Ich meine, versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe es, mit euch zusammen live zu streamen, mit euch zusammen zu zocken, zu quatschen und eure Fragen zu beantworten und euch mit Videos noch anders zu unterhalten. Mein Körper hat einfach wirklich Stopp gesagt. Und ja, es wird einfach die nächsten Tage anders gemacht. Ich werde einen neuen Plan erstellen, den Kanal an sich neu strukturieren. Ich werde wirklich fest planen, wann was kommt. Und ja, das wird diese Woche noch kommen. Macht euch da bitte keine Sorgen, aber es braucht halt wahrscheinlich noch ein, zwei Tage oder drei. Also nur so viel dazu ganz kurz. So, wir sind heute in Cold War am Start. Und zwar werden wir heute eine Waffe testen, beziehungsweise anzocken. Und zwar hat das einen Hintergrund. Und zwar hat der liebe Lukas, aka The Last Boy, hat in einem der letzten Livestreams diese Waffe sehr, sehr hoch gelobt. Und zwar das Taktikgewehr AUG. Ganz kurz zwischendurch, es gibt ja in BO4 auch eine AUGA DMR. Deswegen wird es mir in diesem Video auch unter Umständen ein bisschen vorkommen, dass ich sie AUGA DMR nenne, weil AUG hört sich für mich ziemlich bescheuert an. Aber naja, ihr kennt mich, ich bin kein großer Taktikgewehr-Fan. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich hier auch sagen werde, genauso wie bei BO4, jetzt muss ich die auch noch spielen, um auf Dark Matter zu kommen. Gar kein Bock, aber muss jetzt halt sein. Oder ob ich hier sage, hey, geil, freue ich mich drauf. Ja, bin ich selber gespannt drauf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Lasst dem Video auch gerne jetzt schon mal ein Like da, falls euch gefällt, was ihr seht. Und vergesst auch nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt und keins meiner Videos mehr und keinen Livestream mehr zu verpassen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schaut auch gerne bei mir auf Twitch vorbei. Da werden auch in Zukunft regelmäßig Livestreams kommen, nicht nur zu Ego-Shootern, auch zu anderen Spielgenres, wie zum Beispiel Need for Speed oder so, keine Ahnung. Und ja, alles andere ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ich jetzt noch was vergessen habe. Und ja, jetzt rein in die Runde, euch viel Spaß mit dem Video, wie gesagt. Jetzt wird's richtig interessant, Leute. Ich will eine Waffe testen, ob die was für mich ist, und komm direkt erstmal in Frei für alle. Ja, läuft. Ja. Mein erster Kill ist zwar schon am Start, aber man hat direkt gemerkt, was das einfach für eine Waffe ist. Die ist absolut OP, glaube ich tatsächlich, so wie es Lukas auch selber gesagt hat. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die. Ich wurde eiskalt von hinten geholt. Läuft mit einem 16. Let's go! Guten Tag, die Dame. Okay, zwei Schüsse brauche ich auf jeden Fall. Ja gut, ne? Ja, wenn du dich traust, komm her. Oh! One hit ist die! No way! Wenn du auf dem Kopf bist, ist die no one hit? Ach du Scheiße! Aber sie scheint tatsächlich nice zu sein. Es hat sich halt wirklich viel geändert von BO4 zu Cold War. Nicht nur mit dem Spielfeeling, sondern auch mit den Waffen und alles. Ey, ganz ehrlich, diese scheiß M16! Dann ist die auch noch so fucking präzise. Ich hab nur so ein bescheuertes Visier, ey, Mann. Let's go! Tschüss! Aber den sehe ich auf jeden Fall. Let's do this. Nice. Oh! Oh, Gottes Willen! Gott sei Dank habe ich im Nahkampf Schaden gemacht. Ach du Scheiße. Ach, mein doch. Jawohl. Oh Gott, das Willen. Also jeder gegen jeden und dann nur noch eine neue Waffe antesten, das ist echt brutal. Genau. Fuck. Ja gut. Gangnam Style heißt er. Er heißt einfach Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Arrivederci. Komm, nee. Er denkt echt, ich gehe da drüber. What? Ach komm, nein. Ach komm, als ob. Okay. Und da haben wir ihn schon wieder. Tja, dumm gelaufen. Oha.
Beleidigung. Holy shit. Aber ich muss wirklich sagen, es ist eine nice Waffe. Oh, aus der Hüfte mit One-Shot. Okay. Ne, also ich muss wirklich sagen, das Visier gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber das lässt sich ja ändern. Ja. Also bis jetzt kann ich, wie gesagt, nicht sagen, dass ich diese Waffe geil finde. Ich finde es jetzt aber auch nicht wirklich scheiße, so wie bei BO4. Also da kam ich mit den Taktikgewehren ja gar nicht klar, oder komme ich nicht klar. Aber hier geht's jetzt tatsächlich mal. Es ist nicht ganz so brutal. Wahrscheinlich! Hoho, also es ist wirklich brutal. Wenn man auf dem Kopf ist, ist die One-Shot. Und wenn man halt wirklich nur auf dem Körper ist, ist es halt Two-Shot, aber... brutal. Nee, du kriegst mich jetzt nicht, du blödes Ding. So, tschüss. So, und der ist jetzt wo? Da. Ohohoho, kassiert, Alter, kassiert. Boah, Junge. Also, Satellite ist halt wirklich eine offene Map. Da kann halt sehr viel wirklich schief gehen. Wenn du einmal falsch läufst oder so, dann bist du tot. Ist wirklich einfach so. Satellite ist eine miese Map. Punkt. Aber triggern kann man mit dem Ding leider... Och, du Scheiße, auch nicht. Okay. Das war gerade ein Lucky Kill. Was Kopfschüsse betrifft, ist diese Waffe wie viele andere auch. Okay, ich werde mit der nie wieder ins Scope gehen. Nie wieder. Junge, das Ding ist so hardcore aus der Hüfte. Bruder. So, die hau ich jetzt auch mal raus. Gott sei Dank hat der eine mich gerade nicht gesehen. Und den werde ich jetzt auch direkt attackieren oder auch nicht, dann halt nicht. Verdammt. Top 3, Leute! Ich stehe 29. Was? Mit einem scheiß Taktikgewehr. Ich stehe unter den Top 3 und so gut. Leck mich am Arsch. Nice. Nächste Runde. Also Leute, ich muss wirklich sagen, die Waffe ist geil. Also das kann ich jetzt wirklich unterschreiben. Auf Level 4 gepusht direkt. Visier, machen wir jetzt ein anderes drauf, weil das andere fuckt mich ab. Damit komme ich nicht klar. Schnellfeuer machen wir auch definitiv drauf. Dann wird diese Waffe nur noch brutaler. Also, ihr habt selber gerade gesehen, gerade zum Ende hin habe ich festgestellt, okay, die Waffe aus der Hüfte ist heftig. Und ja, also das Einzige, was ich wirklich negativ beurteilen kann, ist dieses Scheißvisier. Also das ging jetzt aber gar nicht. Also, wer bitte zum Teufel? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn es einer von euch kann. Ich kann es nicht, aber ganz ehrlich, Leute. Dieses Visier, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber dieser kleine Kreis und auch dieser Punkt in der Mitte. Wer hat da bitte gescheite Präzision? Ernsthaft mal. In der nächsten Runde angekommen, eine weitere super Map für die auch, denke ich mal. Okay. Tschüss, du. Und du auch, verdammt. Also, mit Schnellfeuer ist irgendwie nicht so nice, merke ich gerade. Irgendwie hat das weniger Schaden. Habe ich da gerade in der... Und zusammenbasteln, was übersehen. Okay, das geht ja mal gar nicht. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Och, die machen Ingame-Chat. Nee, danke. Junge, ey, Mann! Was ist das? Mit XM4 macht der einen auf Taktikgewehr? Okay. Da ist einer. So, die nächste Stellung ist auf jeden Fall bei uns. Also die ist schon lang bei uns, hoppala. Let's do this, ja. Tja, blöd gelaufen, was? Komm, habt ihr mal nicht die Kontrolle über die Stellung, habt ihr die Arschkarte gezogen, was? Tja, so läuft das, meine lieben Leute. Was? Ach, da hinten ist ja noch einer. Oh, scheiße. Nice, der war... Junge, ich push den jetzt, das ist mir jetzt zu doof. Tschüss. Aber die Runde läuft nicht scheiße. Oh, in die Klöten geschossen. Yes, nice. So, jetzt muss ich aufpassen, dass der nicht von oben kommt. Wäre nicht so geil. Was? Ah, vom Arsch der Welt ganz hinten. Mist. Das wird ein sehr, sehr umkämpfter Fight hier. Nein. Junge, die kommen echt von allen Ecken. Ist beides doof. So, wo ist er?
Yes! Come on! Geil. Let's go. So, wo kommt der raus? Ich denke mal, der kommt hier, oder? Let's go. Nice. Ho. Das war knapp. Verdammt. Ja, das juckt mich jetzt nicht. Ei! Das Spionageflugzeug juckt mich jetzt gerade nicht. Nein, nicht das jetzt auch noch. Ach, come on. Ah, Mann, was ist das? Tschüss. Mal, siehst du den nicht oder was? Junge, Karte gucken, meine Güte. Holla, die Waldfee, was geht jetzt ab? Das waren drei Doppelabschluss mehr? Ich dachte, das waren mehr. Nee, vergesst es. Aber wir liegen mit 37 Punkten vorne. Mathe ist da. Muss ich denn jetzt genau gammeln? Let's go! Also dafür ist der Schnellfeuer doch ganz gut. Juhuhuhu! So, wo ist der? Oder ist der schon geholt worden? Nee, der ist noch nicht geholt worden. Der da hinten auch nicht. Hohohoho! Schön gepusht. So, dann kann man da hinten ein paar. Die hole ich mir. Eieiei! Marschflugkörper sogar. Oh, nee. Du kriegst mich jetzt hier nicht. Sorry, das kann ich nicht zulassen. Dafür jetzt das hier. Let's go. Na gut, nur zwei Stück, aber immerhin. Vielleicht. Oh mein Gott, Angriffsheli. Nein, ich kann ihn noch nicht einsetzen. Das gibt's jetzt nicht. Jetzt aber bitte. Ey, komm. Hey, hallo. Ich würde den gern setzen. No way, ernsthaft. Ich stehe immerhin 41-26, das ist geil. Oh, ey. Oh, ich habe sogar das Highlight. Mwah. Nice. Zweimal hinter... Nee, halt, einmal das Highlight. Hatte ich jetzt in dem Video, glaube ich. Ja. Aber ich bin auch drauf des Todes. Holy shit. So, wir können jetzt mal kurz gucken. Kopfschüsse habe ich tatsächlich auch was freigeschaltet. Werde man natürlich direkt ausstatten, weil ich finde die ganzen Sachen hier sehen zwar auch nice aus, aber Kopfschüsse, ja, der Skin bedeutet ja schon ein bisschen mehr. Und ja, ich werde mit der auf jeden Fall auch eine coole Zeit haben. Also ich habe nicht erwartet, dass diese Waffe so nice auch für mich wird. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen, Leute. Ich werde heute Abend noch, ich kann euch jetzt nicht speziell sagen, welche Uhrzeit das ist, das werde ich auf Instagram noch Bescheid geben. Ich bin jetzt live, Leute. Lasst mir also da am besten ein Follow da. Es kommt einfach drauf an, wann ich dieses Video hier veröffentlichen kann. Und dann werde ich instant auf Twitch gehen. Der Link zu meinem Twitch-Account ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie gesagt, alles andere auch, wo es wichtig wäre, dass ihr mir folgt, dass ihr immer auf dem Folgenden bleibt mit allem. Und ja, wenn ihr heute Abend nicht mit auf Twitch live seid, würde mich zwar mega freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen beim neuen Video und dann bei YouTube live werde ich morgen machen. Auch ich werde einfach die nächsten Tage einfach wirklich trotzdem gucken, dass ich Videos und Livestreams mache. Ich muss einfach wirklich gucken, dass ich auf mich achte und Punkt, fertig. Wie gesagt, bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif, lasst krachen. Ich freue mich auf euch in den Videos, in den Livestreams. Ciao!